trotzdem lasse ich jetzt los. Also wie es auf der Unternehmensebene ist, solange viele Unternehmen gehen ja daran pleite, weil sie in einer Dilemmasituation sind. Und wenn sie dann nicht sagen, okay, jetzt sind wir am Ende, fertig, jetzt aktivieren wir jetzt mal alle Verluste, die da sind, und dann sehen wir, dass wirklich nur noch 10% vom Unternehmen da sind. Aber dann habe ich 10%, mit denen kann ich neu anfangen. Solange ich die 10% habe, sie ausgewiesen werden, aber 100%, versuche ich das Unternehmen zu führen, als wären die 100% noch da, und damit ruiniere ich die letzten 10% noch. Und da fallen Ihnen sicher viele Beispiele dazu ein. Das heißt, wenn man frühzeitig verzweifeln kann, besteht noch die Chance einer gewissen Rettung mit den Restbeständen. Aber dazu muss man bereit sein, auch sehr vieles abzuschreiben. Und das kann sehr viel Verzweiflung auslösen. Also, was ist eine chancenreiche Haltung, wenn ich im Dilemma-Zirkel bin? Die Verzweiflung annehmen. Und es ist eine Gunst für den Partner, für den Berater, einen anderen einzuladen, Verzweiflung anzunehmen, ohne dass er ihm was dafür geben kann. Und die Beziehungsbotschaft ist, ich weiß nicht genau, was dein Problem ist, also im seelischen Bereich. Wenn es betriebswirtschaftlich beschreibbar ist, lässt sich es vielleicht objektivieren. Und ich habe auch keine Lösung für dich, aber ich durchschreite mit dir diesen schmerzhaften Prozess, der jetzt ansteht. Aber ich muss dazu nicht dein Weltbild teilen. Ich muss mich dazu nicht mit dir an die gleichen Unlösbarkeiten klammern, an die du dich klammerst. Und das ist immer so ein bisschen schwierig, weil die Leute das als Beziehungsverrat erleben, wenn ich dazu nicht bereit bin. Ich habe alle möglichen Metaphern dafür verwendet. Eine der Metaphern ist die, dass es bricht jemand ins Eis ein und ich komme dazu und der möchte natürlich, dass ich bei ihm bin und ihm helfe. Und ich muss, wenn ich ihm wirklich helfen will, darf ich nicht zu ihm reinspringen, weil sonst haben wir beide gleich ein Problem. Sondern dann muss ich sagen, ich muss jetzt mal gucken, wo ich eine Leiter finde. Dazu muss ich dich verlassen. Das ist aber bitte nicht persönlich gemeint. Ja. Und wenn ich ein sehr fürsorglicher Berater bin, halte ich dann oft nicht die Distanz, die mir hilft, eine Leiter zu finden, sondern ich spüre die Verzweiflung dessen, will ihm nahe sein, weil wenn Menschen verzweifelt sind, brauchen sie nichts mehr als Geborgenheit und Nähe und Beistand. Wenn ich aber gleichzeitig in sein Weltbild damit eintrete, bin ich danach genauso gefangen wie derjenige. Also wie kann ich demjenigen glaubhaft vermitteln, dass ich ihm Beistand leiste, aber wenn ich sein Weltbild nicht teile, heißt das nicht, dass ich nicht bereit bin, ihm Beistand zu leisten. Also es sind sehr differenzierte Kommunikationsbeziehungen, die da wichtig sind. Das heißt, ich muss selbst aus der Situation, in der ich bin, wenn ich zum Beispiel in einem Beratungsprojekt in einer Dilemmasituation bin, Distanz gewinnen, aber in Beziehung bleiben dabei. Ich muss selbst einen möglichen Verlust akzeptieren. Also ich muss akzeptieren, wenn ich sage, ich habe alles probiert, was mir eingefallen ist. Ich merke jetzt, wir hätten schon vor einem halben Jahr aufhören müssen oder erstmal sagen müssen, so kommen wir nicht voran, auch wenn wir und ich habe mich nicht getraut, das zu sagen, weil ich habe gedacht, dann kommt die Frage, ja und was dann? Sie sind doch der Spezialist und ich wusste keine Antwort drauf. Ich hätte also selbst verzweifeln müssen, genauso wie ich das dem Klienten empfehle, ohne zu wissen, wie es dann weitergeht. Aber ich würde zumindest aus dieser Dilemma-Dynamik aussteigen. Und jetzt ist ein halbes Jahr später, es ist noch zusätzlich wertvolle Zeit verbraucht, es sind Ressourcen verbraucht und es wird jetzt immer schwerer loszulassen. Aber das ist wichtig, dass ich dann Menschen um mich herum habe, die mich ermutigen, einen möglichen Verlust zu akzeptieren und darin nicht den Untergang der Welt zu sehen. Gerade Perfektionisten, wenn der Perfektionismusantreiber noch damit reinkommt, ist ja diese Art von Versagen emotional gesehen der Untergang. Perfektionisten wissen, dass das Gefühl, als wäre ich auf einer Falltür und jederzeit kann die Leine gezogen werden und ich versinke im Boden. Alles, was ich bisher in meinem Leben geschafft habe, zählt nicht mehr bei diesem Versagen.
Also Perfektionisten haben es ja auch besonders schwer, an der Stelle einen möglichen Verlust zu akzeptieren. Nützlich ist auch, Dinge örtlich und zeitlich zu entzerren. Also jetzt in dem Indien-Projekt wäre natürlich sehr gut gewesen, man hätte das örtlich oder zeitlich entzerren können, hätte gesagt, okay, lassen Sie uns dort 2x2 Tage machen. Die eine moderiere ich und das andere machen die Abteilungsleiter nach ihrem Gusto. Oder wir machen mit verschiedenen Leuten an verschiedenen Orten. Also das ist jetzt in dieser Bühnenmetapher. Wir machen jetzt wieder möglich, dass die Dinge entweder hintereinander nach verschiedenen Inszenierungsgesichtspunkten aufgeführt werden oder an verschiedenen Orten oder mit verschiedenen Ressourcen. Und dann sind Lösbarkeiten eher da. Und generell ist wichtig, sich aus der Verstiegenheit in das, was man alles noch retten müsste, ein Stück zurückzuziehen, sich auf das wirklich Wesentliche zu besinnen und zum menschlichen Maß zurückfinden. Also ich bin ab und zu mal in Dilemmata geraten, wenn ich einen Vortrag vorbereitet habe. Kennen manche andere vielleicht auch. Ich setze mich hin, ich überlege mir so ein bisschen ein Thema und dann fällt mir ein, was da und dort noch alles dazu geschrieben ist. Und ich fange dann in alle Richtungen an, gleichzeitig zu gehen. Und die Zeit läuft mir weg, weil ich natürlich, wie immer, erst einen Tag vorher mich hingesetzt habe und nicht Wochen vorher, wo die Zeit dann da war. Und ich gerate dann zunehmend ins Strampeln. Na, ich lese mal da ein bisschen rum, aber ich bin schon so im Stress, dass mir das im Kopf gar nicht mehr bleibt. Und dann habe ich da habe ich doch nochmal einen alten Vortrag. Vielleicht kann ich den ein bisschen überarbeiten. Dann mache ich das etwa zur Hälfte. Dann merke ich, aber das ist nicht lebendig, das stimmt gar nicht. Dann lasse ich das dann auch wieder sein. Also ich merke einige Nicken. Ihr könnt euch das lebhaft vorstellen. Und für mich ist die erstens, es ist eine wirkliche Verzweiflung. Es fühlt sich wirklich nicht gut an. Und irgendwann tue ich mal alles weg. Das habe ich da gelernt und setze mich hin und sage, was habe ich diesen Menschen eigentlich zu sagen? Was ist das Wesentliche? Und das hilft mir oft sehr, zu mir zurückzufinden, mich aufs Wesentliche zu besinnen und mir vorzustellen, ich muss denen dort nicht die tolle Rechtfertigung liefern, dass ich das so alles weiß, sondern es ist ein menschliches Maß. Es reicht, wenn sie es berührt, wenn sie ein Stück weit davon verstehen und dann ist gut. Und dann finde ich oft einen neuen Faden, dann finde ich mich wieder. Und dann löst sich auch das Dilemma auf. Vielleicht noch ein bisschen was so zur Geschichte drumherum. Viele von euch kennen ja sicher den Matthias Wager von Kibet und seine Partnerin, die Insa Sparrer, die sich, er ist ja Logikprofessor und die haben sich ja auch mit Dilemmata, beziehungsweise die tun es dann nicht mit einem Dilemmata, dann unter Tetralemma ist da gar nichts zu machen. Die sind, haben wirklich einen ganz tollen Ansatz, der logisch die Arten von Verwicklung ganz gut aufzeigt. Und ich habe gar nicht den Kopf, dass ich so viele verschiedene Logiken denken kann. Die haben, glaube ich, bis zu 52 verschiedene Verwicklungstypen entwickelt. Matthias kann das, das passt zu ihm, der arbeitet wunderbar damit. Ich könnte das gar nicht. Deswegen habe ich nicht darauf gesetzt, Dilemmata über die Inhalte zu identifizieren oder über die Inhalte aufzulösen, sondern ich habe darauf gesetzt, Atmosphären des Dilemma-Zirkels zu erkennen, egal wie die Logik der Verwickeltheit ist. Und ich glaube, das ist für die meisten normalen Menschen der einfache Weg, dass ich spüren lerne, wann der andere strampelt und wann ich strampelt. Und ich mir sage, das handelt sich jetzt möglicherweise um eine Unlösbarkeit. Wir brauchen jetzt erstmal Abstand und müssen gucken, warum ist es so unlösbar oder können ein bisschen mit experimentieren. Und wenn der andere es nicht sehen will, vermittle ich ihm, ich habe den Eindruck, du versuchst es aus einer Unlösbarkeit heraus. Was, wenn du das Ganze einfach loslassen würdest, was würde es für dich bedeuten, für dein Selbstgefühl, für das, was dir an Wesentlichem dann fürchtest, verloren zu gehen? Ich würde dann manche Gleichungen vielleicht auflösen können, dass ich sage, okay, wenn du diese Liebe jetzt loslässt, heißt ja nicht, dass du für immer nicht einen neuen Zugang zum anderen Geschlecht findest, was derjenige irgendwie gleichgesetzt hat, weshalb er natürlich diese Liebe nicht loslassen wollte, die dilemmahaft war, weil er dilemmahaft das gleichgesetzt hat damit, dass
Das war die letzte Chance und dann kommt das nie wieder und darauf kann ich doch in meinem Leben nicht verzichten. Also ich arbeite dann hauptsächlich mit der Dilemmadynamik, mit dem Identifizieren von Stadien der Dilemmadynamik und mit der Bereitschaft, Haltungen zu erzeugen, aus denen heraus wir den Verlust akzeptieren, die Unlösbarkeit akzeptieren und uns in Verzweiflung begeben. Und deswegen ist dieser, das gibt es auf unserer Website, ein Zwiegespräch mit Matthias Wager von Kiepe zu seinem Ansatz und meinem Ansatz, den wir überschrieben haben, mit Verzweifeln eine professionelle Kompetenz. Was viele Leute irritiert, aber ich glaube, ihr habt jetzt verstanden, warum Verzweifeln können und andere in Verzweiflung bringen, in diesem Sinne wirklich eine professionelle Kompetenz und eine wichtige Dienstleistung ist, die nicht, natürlich nicht jeder haben möchte, weil er hofft, es doch noch mit Strammeln lösen zu können. Er wird dann stattdessen die Dienste des Gerichtsvollziehers in Anspruch nehmen. Muss jetzt gerade mal gucken, wegen der Reihenfolge, weil ich jetzt so viel zwischendrin erzählt habe, dass ich ein bisschen die Logik meines Manuskripts verlassen habe. Okay. Wenn ich auf diese Weise verzweiflungskompetent werde, dann wage ich frühzeitig, wenn sich die Dinge nicht lösen wollen, nicht sie doch noch lösen zu müssen, sondern sie frühzeitig loszulassen. Und da kommt dieser eine Vers aus dem schönen Gedicht von Bert Brecht, der mich dann da so tröstet: Gehe ich bei Zeiten in die Leere, also ich riskiere, ohne Auferstehungsgarantie loszulassen, komme ich aus der Leere voll. Wenn ich mit dem Nichts verkehre, weiß ich wieder, was ich soll. Und das ist ganz generell ganz wichtig. Mir geht es zumindest so, dass ich mehrmals im Jahr in Phasen komme, in der ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss alles loslassen, was ich geworden bin und je gewusst habe, und riskieren, dass es nicht wiederkommt. Also ich lasse alle Vögel frei, die ich eingefangen habe im Laufe des Lebens, auch auf die Gefahr hin, dass die Voliere leer bleibt. Und wenn ich das wirklich eingehe, dieses mich anheimstellen, dann ist sie am nächsten Morgen wieder voll, die sind freiwillig zurückgekehrt. Und haben sogar noch manchmal Freunde mitgebracht. Nicht alle sind zurückgekehrt, aber es bleibt eine gesunde Kultur da. Also deswegen brauchen wir bei aller Bereitschaft zum Engagement, zu uns reinhängen und so, brauchen wir immer auch Räume, wo wir uns verlieren dürfen, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass wir uns neu finden können. Und das ist auch wichtig, dass wir so in unser professionelles Selbstverständnis das einbauen, dass das eine natürliche Phase ist, weil wenn wir das zu lange nicht machen, staut sich das in uns auf und wir müssen es über die Verzweiflung machen und das kann ein sehr schmerzhafter Prozess sein und wir haben dabei sehr viel abzuschreiben, was wir nicht hätten, wenn wir das uns früher hätten eingebaut. Und Menschen, die da ganz uneinsichtig sind und voll auf ihre allzeit Lösungsfähigkeit setzen, da ist die Seele dann manchmal so, dass genau dann, wenn sie es eigentlich sich nicht leisten können, weil sie es so lange haben schleifen lassen, eine Sabotage kommt. Und dann müssen sie es umso bitterer erfahren. Manche retten es, versuchen sich dann nochmal in Riesenanstrengung doch nochmal auf das Funktionsniveau, auch auf ein illusionäres Funktionsniveau zu katapultieren. Das gelingt vielleicht dann auch noch. Das ist aber nur eine höhere Form des Strampelns und die Angst vor dem Absturz wird umso größer. Das kann sich extrem aufschaukeln. Die Metapher, die ich da verwende, aus Angst vor dem Absturz geben Sie Gas und suchen noch eine höhere Flughöhe. Obwohl klar ist, Sie müssten eigentlich landen und tanken. Frage?
Ich habe noch zwei Sachen, die kriege ich nicht zusammen. Also auf der einen Seite sagst du, je früher ich loslasse, desto besser und da kann ich noch gut mitgehen. Ja. Auf der anderen Seite habe ich den Zirkel so verstanden, dass die Vorphasen, das Strampeln und die Erschöpfung auch notwendig sind. Also sonst sage ich ja gleich beim Auftrag, oh, das ist ein Dilemma und mach mich vom Staub und mach mir es leicht. Also wie kriege ich da die Balance, auf der einen Seite möglichst frühzeitig loslassen zu können, auf der anderen Seite aber auch nicht zu früh? Oder wie sehr sind jetzt Strampeln und Erschöpfung Voraussetzungen, die auch echt durchlebt werden müssen, um an tiefe Verzweiflung zu kommen? Also ich sehe in der tiefen Verzweiflung jetzt keinen Wert, ne? Nicht, dass mich da missverstanden werde. Wir kommen zu dem Punkt gleich nochmal mit dem Sinnzirkel, weil genau dieses Thema hat uns dann auch beschäftigt. Also behalte es im Sinn, ob es drankommt. Ich sage auch nicht, sozusagen, wir müssen in die Verzweiflung und dazu brauchen wir das Vorstadium von Strampeln und Abschalten, sondern ich sage, wenn wir uns da hochgedreht haben, habe ich früher gedacht, ist der einzige Ausweg über die Verzweiflung. Und deswegen ist es eine Beraterkunst, den Klienten auf möglichst schonende Weise in die Verzweiflung zu stoßen. Der glaubt dann, ich stoße ihn in die Verzweiflung. Und es ist schwierig, ihm klarzumachen, dass ich ihm nur helfe, in die Verzweiflung zu kommen, die eigentlich seiner Lage entspricht, also seine Verzweiflung zu realisieren. Aber das relativiert sich gleich noch. Ja, also mache ich gerade an dem Punkt weiter. Ich habe dann als Psychotherapeutin, ich habe so Therapieintensivseminare gemacht. Wenn ich merkte, ich gerate mit jemandem in Dilemma-Zirkel, habe ich dann nach einer Zeit, wenn ich wusste, wir haben dann noch ein, zwei Tage, habe ich dann gesagt, ich bin gern bei dir, aber so kann ich nichts für dich tun. Gib es auf, es gibt keine Lösung. Und weil ich oft auch eine Autorität für die Leute war, haben die sich sozusagen wie von ihrem Gott alleingelassen und verstoßen gefühlt, was sie dann wirklich auch in eine Verzweiflung gestoßen hat. Manchmal war ich ein bisschen in Sorge, wie sie den Abend und die Nacht verbringen werden, aber in der Regel war dann gutes Gruppenklima, sodass sie dann schon auch aufgefangen war. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass manchmal am nächsten Morgen oder am übernächsten Morgen plötzlich ein ganz neuer Mensch da saß. Also ich fand es sehr evident, dass das sehr wirksam ist. Die Seele scheint da irgendwie was zu begreifen und umzustellen. Und dann merken wir, wenn wir nochmal an das Thema drangehen, wir sind aus dem Dilemma draußen, dann passiert aber was ganz Seltsames. Ich würde dann natürlich gern wissen, worin das Dilemma denn wirklich bestanden hat. Und dann mache ich die Erfahrung, das interessiert denjenigen dann nicht mehr. Also wir haben wieder ein Dilemma. Entweder wir sind drin und verstehen es nicht, oder wir sind draußen und dann interessiert es ihn nicht mehr. Ja, und das verstehe ich ja auch. Ich bin ja dann froh, wenn der Morgen graut und die Gespenster mich verlassen haben. Was werde ich mich jetzt noch dafür interessieren, worin die genau bestanden haben? Ist ja auch irgendwie verständlich. Macht einem aber als Berater manchmal dann so ein Unwirklichkeitsgefühl. Habe ich mir da jetzt was ausgedacht? War da jetzt was oder war das nichts? Und da ist dann, oder habe ich den vielleicht auf den Trip gebracht und der hat sich jetzt von mir erholt? Oder was ist jetzt eigentlich? Und da ist natürlich nicht schlecht, wenn man ein Tonband hat, wo man das einfach nochmal nachhören kann. Und ich habe auch eine ganze Reihe von Protokollen. Es gab dann doch Leute, die ziemlich sorgfältig beschrieben haben, wie es davor war, wie es zur Änderung kam und wie es danach war. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Kollegen, die die Arbeit mit Dilemmata sehr übernommen haben. Angelika Glöckner zum Beispiel arbeitet sehr viel damit. Also wichtig ist jetzt nochmal die Sensibilisierung der Professionellen für die Stadien des Dilemma-Zirkels. Und zwar nicht, dass sie nicht logisch identifizieren können, sondern dass sie merken, jetzt kommen wir ins Strampeln und dass sie eine professionelle Haltung einnehmen, dass sie sagen, dann müssen wir jetzt vorsichtig sein, auf jeden Fall. Und dann kommen wir jetzt gleich zu diesem Ring. Nicht immer, wenn es gleich schwierig ist, ist es ein Strampeln. Wenn ich aber merke, dass ich die Zuversicht verliere, dann ist es ein Strampeln. Aber ich habe dann gemerkt, und dann, und noch was hat dann zum Sinnzirkel geführt. Also ich fand es dann toll und fand es natürlich die herausfordernde Arbeit für einen Berater und Therapeuten, so wirklich die Hardcore-Arbeit, die Verantwortung zu übernehmen, jemanden mit seiner Verzweiflung zu konfrontieren, um ihn zu retten. Und habe mich vielleicht dann auch ein bisschen zu einseitig auf diese
auf dieses Verzweifeln können orientiert. Und ich habe gedacht, das Dilemma-Konzept muss jeder lernen, weil man kann in den wirklich ernsten Fällen doch nicht erfolgreich Therapie machen, wenn man das Dilemma-Konzept nicht kennt. Seltsamerweise gab es aber genug Leute, die erfolgreich Therapie gemacht haben, auch ohne das Dilemma-Konzept zu kennen, und Leute aus Dilemmata herausgekommen sind, ohne auf diese Weise behandelt worden zu sein. Das fand ich etwas störend, hat mich aber dann doch zum Nachdenken gebracht und gesagt, was macht das eigentlich? Und da habe ich gemerkt, jede Therapie, jede Beratung oder jede zufällige Entwicklung des Lebens, die mich in neuer Weise zu mir führt, mich neu verstehen lässt, also eine gute Selbstbegegnung macht, ist prinzipiell geeignet, neue archimedische Punkte zu definieren, aus denen heraus die Themen nicht mehr so dilemmahaft verknüpft werden können, müssen und sich lösen können. Also das Entscheidende ist eigentlich, dass Menschen immer wieder zu sich finden, auf neue Weise. Und das löst auch Dilemmata, aber manchmal finden Leute nicht zu sich, weil sie in Dilemmata verstrickt sind. Und dann ist jetzt die Frage, kann man was machen, in denen sie einfach das Interesse an ihren Dilemmata verlieren, zeitweilig was ganz anderes machen, ist es dann ein Vermeiden, oder sie entwickeln sich so weiter, dass sie einen anderen Blickpunkt im Universum einnehmen, weil sie jemand anderer geworden sind, aus dem heraus sich die Themen neu aufrollen und jetzt nicht mehr dilemmahaft verknüpft sein müssen. Und so kam ich dann zu dem Sinnzirkel. Das Wichtigste ist eigentlich, immer wieder Menschen zu einer Selbstbegegnung zu führen, Teams zu einer Selbstbegegnung zu führen, was sie wirklich am meisten sind, am besten können, aber auch mit Unternehmen, Core Identity, Identity, also ich würde das dann auch auf größere Einheiten ausdehnen. Und weil es dann so schön ist, habe ich dann daraus jetzt auch einen Zirkel gemacht, der musste auch 4 Stadien haben, und da kommen wir vielleicht an deinen Punkt. Ich habe gemerkt, das Loslassen der einen Sache kann einfach ein Sinnerleben sein. Und der Frankl beschreibt es ja so, wenn man Sinn erlebt, ist Sinn kein Thema. Ja, verwendet gern die Metapher, das gesunde Auge sieht sich nicht selbst. Also Sinnfragen lösen sich nicht dadurch, dass man Antworten findet, sondern dadurch, dass die Frage unwichtig wird. Und dann gibt es eben auch das Ringen. Und ich glaube, das ist das, was du gemeint hast, ne? Dass eine Sache schwierig ist, unauflösbar, man zwischendrin nicht weiß, wo man ist, man damit kämpft. Und davon gibt es auch eine gute Version, die dazu führt, dass es sich dann doch lösen kann. Und das ist das Pendant zum Strampeln. Und das Ringen, da bin ich auch nicht immer voller Zuversicht. Und trotzdem gibt es eine seelische Qualität, dass ich noch dran bin, dass ich nicht leer laufe damit und nur noch pro forma halt, weil mir nichts Besseres einfällt, beim Alten bleibe. Und da fängt dann die Kunst an, immer mit sich untereinander zu verständigen, sind wir noch in einem sinnvollen Ringensprozess oder sind wir schon in einem Strampeln. Und es kann natürlich, wenn ich jetzt an Teams denke, so sein, dass der eine, der zu dilemmahaften Verarbeitungen neigt, tatsächlich schon längst strampelt, während ein anderer, der nicht zu dilemmahafter Verarbeitung neigt, für den ist es noch ein Ringen, weil der sieht noch Perspektiven, aus denen heraus das eine schwierige Phase ist, aber keine Unlösbarkeit, während der andere die Schwierigkeit so verarbeitet, dass aus seiner Sicht da eine Unlösbarkeit aus sich entwickelt. Also da wird es systemisch sehr komplex. Und das kann jetzt natürlich so ein einfaches Konzept nicht mehr abdecken. Ich kann euch da nur Dimensionen für mitgeben. Und wenn ich ringe und dann zwischendrin loslasse, merke ich den Unterschied daran, dass ich wirklich erholt zurückkomme. Ja? Und ihr alle kennt es, dass ihr mit einem Problem ringt und es löst sich gar nichts am Abend. Ihr geht spät ins Bett und lasst es dann irgendwann mal gut sein. Und am nächsten Morgen setzt ihr euch dran und es löst sich. Das ist dann ein gutes sich erholen gewesen, und das Ringen
hat dann auch dazu geführt, auf eine gute Weise, dass es in mir sozusagen die ganze Fragestellung sich entfaltet hat. Mein Ich hat sie dann losgelassen, Erikson lässt grüßen, und mein Unconscious Mind hat nachts daran gearbeitet und morgens hat es mich an eine andere Position gebracht, aus der heraus es sich löst. Und dieses Verzweifeln, das ist in dem Fall jetzt ein einfaches Loslassen. Irgendwann merke ich, da komme ich jetzt nicht weiter. Ich muss es loslassen. Und das ist eine gute Art, die muss nicht mit, das hat eine andere Gefühlsqualität, das ist nicht, meine Identität geht kaputt, wenn ich loslasse. Oder Fälle schwimmen mir davon, die eigentlich auf keinen Fall davon schwimmen dürften, sondern eher so, im Moment kommen wir nicht weiter, es ist gut, eine Pause zu haben. Und dann ist natürlich klar, je weniger versiert ich bin, auf gute Weise in diesem Sinnzirkel mich zu bewegen, umso größer ist die Gefahr, dass ich in Dilemma-Zirkel-Qualitäten und Dynamiken gerate. Und das ist ein Argument dafür, dass wir sehr, Moment, machen wir das hier, dass wir sehr frühzeitig versuchen sollten, immer wieder gucken, ob wir gut im Sinnzirkel unterwegs sind. Und sinnvolles Beraten, Managen, Leben ist das beste Antidote gegen Dilemmata und Verzweiflung. Und in der Diskussion mit dem Matthias Wager von Kiebet und auch der Gunther Schmidt, der ja so ganz positiv lösungsressourcenorientiert ist, dem hat das nicht gefallen mit dem Verzweifeln. Die haben dahinter eine pietistische, masochistische Neigung vermutet. Und die sind beides Typen, die auf gute Weise ringen und mit dem Klienten irgendwas machen, dass ohne dass der in Verzweiflung muss, man doch irgendwo hinkommt, dass es weitergeht. Das können die vielleicht besser als ich, oder die haben da mehr Berufung zu, während ich dann eher so ein Typ bin, der dann sagt, okay, dann lassen wir es auch irgendwann mal was los, auch wenn ich und der Klient dabei in die Verzweiflung gehen muss. Wir finden über die Verzweiflung dann oft in den Sinnzirkel, und die sagen, aber der Verzweiflung ist nicht der einzige Ausgang, sondern man kann eigentlich in jeder Phase des Dilemma-Zirkels Prozesse finden, dass man in die gute Version dieser Phase kommt. Also vom Verzweifeln kann man zum Loslassen kommen, oder vom erschöpft Abschalten kann man dann doch zum sich Erholen kommen, oder vom Ringen, vom Strampeln kann man doch wieder ins konstruktive Ringen kommen, oder vom Vermeiden im einen Sinn finden. Das Thema löst sich irgendwie. Und ich sage dann umgekehrt, wegen der pietistisch-masochistischen Neigung, die ich vielleicht ein kleines bisschen dann doch irgendwo habe, ja, aber man kann auch vom Ringen ins Strampeln kommen oder vom sich Erholen ins erschöpft Abschalten oder vom Loslassen ins Verzweifeln und vom Sinnfinden eigentlich ins Vermeiden. Ne? Und ihr alle kennt Leute, die haben ihren Sinn gefunden, und ich denke von außen, ne? Das ist eine Pseudo-Identität. Also, und deswegen diese Spiralen, das ist jetzt zeichnerisch noch nicht so super gelöst. Das soll also zeigen, dass es eigentlich immer eine Frage ist, komme ich in eine unerlöste Version des Prozesses oder kann ich mich auf eine erlöste und konstruktive Version des Prozesses hochschrauben? Ist damit das, was dich beschäftigt hat, angesprochen? Ja, für mich ist der Sinnzirkel quasi eine Stufe, harmloser klingt jetzt blöd, aber noch nicht so brenzlig während der, und wenn du in dem Punkt bist und zum Beispiel, du hast vorhin gesagt, da steige ich mal aus, das mache ich 2-3 Mal im Jahr, um mich zu besinnen, ja. Das wäre für mich eben noch kein Dilemma, sondern eher so eine Art Prävention, und auf diesem Niveau geht es auch noch zu sagen, ich muss mich mal besinnen und ziehe mich zurück und ordne die Prioritäten neu. Ja, aber wenn du wirklich so im Dilemma steckst, wie du... Aber das ist nicht das, was ich mache. Das ist die kognitive Version. Nein, das ist wirklich ein Loslassen. Und es ist dann oft auch so, dass ich mich dann nackt fühle. Alles, was ich mir erarbeitet habe, lasse ich los, und ich weiß nicht, ob ich am nächsten Morgen Kleider wiederfinde. Während das, was du schilderst, das hat eine andere seelische Qualität. Also
gern auch ohne das Kognitive, die Aussage bleibt für mich gleich, also der Sinnzirkel hat für mich nochmal eine andere Qualität als das Dilemma. Und da ist mein Ansatz, die Situation, die du mit der Vorbereitung deiner Rede geschildert hast, da warst du so schon drin im Dilemma, da war die Qualität des Dilemmas so immens, dass da das was anderes, da wärst du aus meiner Sicht mit dem Sinnzirkel jetzt nicht rausgekommen. Das heißt, wenn du wirklich in tiefer Verstrickung bist im Dilemma, dann kann ich mir schon, also dann sehe ich den Weg über die Verzweiflung. Das ist der Unterschied für mich. Ja, man kann es aber auch anders sehen. Ich habe zum Beispiel, ich wollte eigentlich mit dem Thema ringen und habe es nicht gut gemacht und bin dabei abgerutscht ins Strampeln und habe mich zu lang strampeln lassen und dann sind die Ressourcen verbraucht, es ist schwierig geworden und dann ist es mir nicht gelungen, auf die Ringensebene zurückzukommen, sondern ich musste über die Verzweiflung aussteigen, um dann wieder auf einer besseren Ebene wieder einzusteigen. Also da kann man jetzt rumspielen damit. Das ist mir jetzt auch gar nicht wichtig, daraus ein schlüssiges Gesamtsystem zu machen. Mir ist eher wichtig, und da habe ich ja viel Nicken und Wiedererkennen bei euch in den Gesichtern gesehen, dass ich eine Sprache gebe, mit der man überlegen kann, wenn man Situationen antrifft oder Umstände in sich selbst antrifft, von denen man das Gefühl hat, das hat was mit dieser Beschreibung zu tun, damit ihr eine Sprache habt, um für euch und mit anderen darüber zu reden und dann auch Instrumente zu entwickeln. Ich würde sagen, die Hauptaussage daran ist, dass ein Mensch, ich finde es existenziell, dass man immer wieder, dass man im Sinnzirkel ist. Also es ist jetzt gar nicht ein extra Problem, sondern das ist das Leben. Und wenn man gelernt hat, darin sich gut zu bewegen und nicht sehr verstrickt ist durch biografische negative Beeinträchtigungen, dann wird man in der Regel eigentlich sich im Sinnzirkel bewegen können. Wenn man wegen Inkompetenz, wegen unökonomische Kompliziertheit, die man auf sich zieht, wegen äußerer Umstände, in die man gerät, die Belastung so hoch werden, dann kann passieren, dass man in den Dilemmazirkel abrutscht, ohne es recht zu merken. Und dann ist wichtig, dass man merkt, jetzt bin ich im Dilemmazirkel und nicht mehr im Sinnzirkel und dass man dann irgendwie, und von innen, und das ist die Sache mit der Litfaßsäule, von innen ist es dann nicht leicht aufzulösen. Also da ist gut, wenn man andere hat, die auch mit Hilfe eines solchen Konzeptes dann mit einem reden können. Und da habe ich jetzt, das gehe ich nur jetzt kurz nochmal durch, da habe ich jetzt einfach umschrieben, was Ringen meint, nämlich ich aktiviere mich, ich fokussiere mich, ich priorisiere, ich begeistere mich und andere, ich koppel mich an. Das sind all die guten Dinge, die ich tun kann, obwohl ein Problem so komplex ist, dass keine Lösung in Sicht ist. Und trotzdem bin ich nicht im Strampeln. Also eine noch nicht Lösbarkeit von einer definierten Unlösbarkeit muss ich dann unterscheiden lernen. Das Loslassen ist Aufgeben. Frühzeitig Ohnmacht eingestehen, etwa nach dem Motto, ich bin zwar ein guter Berater, aber vielleicht nicht für Sie. Und wir müssen einfach, Sie und ich müssen prüfen, ob wir das Gefühl haben, wir kommen voran. Und dann müssen wir definieren, wie lange wir das zusammen probieren. Und wenn wir in 3 Stunden nicht vorankommen, dann kommen wir erfahrungsgemäß in 30 auch nicht voran. Dann können wir vereinbaren, dass wir zusammen aufhören. Und dann muss ich Sie entlassen, ohne zu wissen, wohin ich Sie schicken soll, weil ich ja nicht verstehe, warum wir nicht vorankommen. Es ist eine professionelle Kompetenz, auch sich Ohnmacht einzugestehen. Und wenn man das auf gute Weise macht, ist man immer auch ein Vorbild für den Gegenüber. Wenn jemand, der ein Image als Profi gewonnen hat, ohne dass er dann eine schlechte Figur macht, sich einfach Ohnmacht eingesteht, dann kann der andere das als innere Figur aufnehmen und kann sagen, das kann man eigentlich auch tun, ohne das Gesicht und das Selbstverständnis zu verlieren. Und ich glaube, es täte vielen Menschen in Organisationen gut, wenn sie lernen würden, dort, wo sie eben sich nicht auskennen, sich einfach mal Ohnmacht einzugestehen, weil sie dann für ganz andere Erkenntnisse und Dialogprozesse offen sind, als wenn sie mit dem Selbstverständnis, ich muss immer wissen, was ich tue, unterwegs sind, auch wenn sie längst nicht mehr wissen, was sie tun.
Also sich anheimstellen, da kommen wir jetzt dann auch so ein bisschen in spirituelle Dimension. Das heißt, darauf vertrauen, dass man nicht verloren ist, wenn man selbst sich nicht mehr bergen kann. Auch Leere zulassen, dass man weiß, so 40 Tage in der Wüste und so, dass man weiß, Leere zulassen ist in Ordnung. Das Problem ist, wenn ich vorher übermäßig mich echauffiert habe in Dilemma-Zirkel und dort speziell im Strampeln, dann nennt man das als klinisches Bild aktive Depression, agierte Depression. Und wenn ich dann loslasse, kann sein, dass ich auch erst eine depressive Phase durchlaufen muss, weil ich eigentlich schon ausgebrannt bin. Dass ich weiß, dass ich aber einen kognitiven Rahmen wieder habe, dass wenn ich das mache, nach ein, zwei Wochen Erholung, in der ich mich um gar keine Themen kümmern sollte, aber ich muss überlegen, was mich wirklich erholt, dass ich nicht nur erschöpft abschalte, bin ich überhaupt erst wieder in der Lage, die Fäden neu aufzunehmen. Ja, sich Pausen gönnen, jetzt sind wir beim Erholen. Such, Gär, Schwebe und reife Prozesse zulassen. Sehr viele Menschen, besonders Männer, machen sich viele Probleme dadurch, dass sie Dinge, also dass sie dem Logos-Prinzip folgen, dass sie die Dinge strukturieren, planen, Ziele definieren und sonst was wollen, dass sie zu Einsichten und Vorwärtsbewegung kommen wollen in einem Stadium, in dem im Moment keine Bewegung ist und in der auch Einsicht gar nicht möglich ist. Also dass sie dann frühreif es versuchen. Also, und da müssen speziell Männer eben lernen, Suchprozesse offen zu lassen, Gärprozesse, Schwebe und reife Prozesse, ohne die Zuversicht zu verlieren. Und da neigen Männer dazu, anstatt Zuversicht zu behalten, ohne zu wissen, was kommen wird, Voraussicht haben zu wollen und die Dinge kontrollieren zu können. Und dadurch verlieren sie aber den Gehalt der Dinge. Und die Gefahr ist, dass sie genau darüber aus dem Sinnzirkel rausfallen und in Dilemma-Zirkeldynamiken reinfallen. Da ist noch ein Spruch von Seneca, man soll nicht hoffen, ohne zu zweifeln. Also zum Hoffen gehört eben dazu, dass es auch sein kann, dass es nicht wird. Das ist das sich anheimstellen. Und man soll nicht zweifeln, ohne zu hoffen. Also man kann auch alles loslassen und trotzdem kann man hoffen, dass man sich darin wiederfindet. Hast du was? Ich habe bei dem Dilemma-Zirkel vermisst und hatte jetzt gehofft, es kommt beim Sinn-Zirkel. Ich erlebe bei vielen Menschen, dass ein Würdigen dessen, was sie alles versucht haben, ihnen ungemein hilft, das zu verlassen. Ja. Und also das hatte ich gehofft, dass beim Sinn kommt. Hat es für dich Bedeutung? Ja, es ist jetzt, das ist jetzt sozusagen konzeptionell kein wichtiger Bestandteil, aber es ist ein ganz wichtiges Manöver, damit derjenige aus der Gleichsetzung, wenn ich jetzt aufgebe, war alles nichts wert, rauskommt, indem ich ihm sage, es ist zu würdigen und du hast es bisher nicht wissen können und darfst es jetzt ganz einfach neu machen. Und dass es jetzt einfach möglich ist, heißt nicht, dass du bisher versagt hast. Also das sind so viele Dinge, die man tun kann, um falsche Gleichungen, die man bei den Leuten merkt, weshalb sie nicht loslassen können oder die Wandlung nicht zulassen können, auflösen kann. Das ist ein sehr, sehr wertvoller Beitrag. Oder was ich früher, als es noch mehr therapeutisch vergangenheitsorientiert war, auch sehr geholfen habe ich, dass ich dissoziiert habe, habe ich gesagt, du hast, früher bist du